Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder bei Windborn. Die Folge 19. Und es geht hier weiter mit unserem Quests erfüllen. Wir wollten ja, bevor wir hier unser Let's Show machen und hier die fetten Häuser bauen, wobei wir haben ja hier schon ein fettes Haus. Wie fett ist das denn? Ah, ich bin ja noch so begeistert hier von diesem Turm, wo sich oben an der Spitze der Rauch kräuselt. Sehr schön. So, was sollen wir machen? Wir sollen den Wald besichtigen und dann sollen wir einen Runestone-Schrein observieren, benutzen, anwenden. Haben wir schon komplettiert. Okay, dann müssen wir nochmal schnell in den Wald. Wir gehen in den Wald mit unserem schönen Windborn-Spiel. So. Ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Nächste Woche. Ach so, ja, heute, es sollte eigentlich um 5 gesendet werden, aber ich hatte irgendwie. Ach, die Zeit. Jetzt kommt es ein bisschen später. Vielleicht sollte ich aber auch bei dem Upload-Play nicht immer die genauen Zeiten reinschreiben. Dann habe ich noch ein bisschen Spielraum. Ach, guck mal, was ich mir hier schon wieder eine super tolle Übergangsbrücke gebaut habe. Ja, aber es kommt jetzt trotzdem noch am Sonntag. So, die nächsten 2 Wochen habe ich dann Urlaub. Oder sagen wir mal so, die UFO-Mann-Studios haben Urlaub. Wollen wir hier noch ein bisschen was. Ups, Entschuldigung. Noch ein bisschen was pflücken. Pilze, was auch immer. Whatever. Whatever you want, you pflück. Whatever you want, you pflück. Ah, okay. Sehr schön. Hier, den Pilz nehmen wir noch mit. So, das reicht dann aber auch. Gehen wir mal wieder zurück zum Schrein. Wir könnten uns natürlich auch hin teleportieren, aber man kann ja auch mal ein paar Meter laufen, ja. Nicht, dass man das hier ein bisschen überstrapaziert mit der Teleportations-Dingsbums. Jo, und die nächsten 2 Wochen hat UFO-Mann P. Urlaub. Die UFO-Mann-Studios, mein Chef, Meister UFO, meine bessere Hälfte hat gesagt, UFO-Mann, komm, dreht mal ein Stück zurück, das geht hier gar nicht mehr. Du überforderst dich hier völlig. 3 Dinge am Tag. Dann gab es noch so Veränderungen auf Arbeit, die meine höchste Aufmerksamkeit erfordern die nächsten Wochen, um mich dann in dieses neue Gebiet reinzuarbeiten, was ich da zugewiesen bekommen habe. Gebiet aber jetzt im fachlichen Sinne oder im. Ach, keine Ahnung, Quatsch, Blödsinn, was ich hier wieder erzähle. Jedenfalls brauche ich da ein bisschen Zeit für. So. Das heißt also, ich fahre nicht auf die Malediven und auch nicht nach Malle, sondern ich mache einfach Urlaub im Sinne von. Im Sinne von ein bisschen weniger Videos hochladen, mal ein bisschen Ruhe. In der Zeit werde ich ein bisschen die Zeit nach den 2. Ich kann euch ja jetzt noch nicht sagen, heute Abend im Upload-Plan werdet ihr ja überhaupt erst erfahren, was da kommt. Dieser Urlaub heißt ja nicht, dass gar nichts gesendet wird, sondern da wird schon was gesendet, aber das erfahrt ihr dann heute um 18 Uhr, wenn der neue Plan kommt. Und auch nicht mehr 3 Videos am Tag. So, ja, da di, da di, da di, da di. So. Ich will jetzt mal hier zurück. Jetzt haben wir schon ein bisschen was eingesammelt wieder. Und dann gucken wir mal, was wir hier als nächste Aufgabe bekommen. Ins Fenster wollen wir natürlich nicht einsteigen. So, da sind wir. Juhu, complete. Establish our pot with the djinn by trading a crafted item with one of them. You can choose an item to a nearby djinn by pressing the middle mouse button while in blocking place mode. Okay, also wir sollen jetzt mit dem Djinn ein hergestelltes Item handeln und können, wenn wir den Block Mode aktiviert haben, mit der mittleren Maustaste, den hatten wir ja schon mit der Handelei, fällt mir gerade ein. Aber müssen wir trotzdem machen. Dazu sollten wir aber auch den Auftrag annehmen. So. Dann möchte ich mal die Rolle hier aktivieren. Okay, da haben wir einen Desert Pot, whatever.
Haben wir eben einen Desert Pot bekommen? Ne, hier, das sind hier Runestone. Ah, ein Runestone Sign. Könnte man auch mal bauen. Ich weiß gar nicht, ob man das beschriften kann. Wollen wir mal einen Runestone Sign machen und gucken, ob wir den beschriften können? Highborn Set, Desert Set. Ach ne, ein Runestone Set brauchen wir hier. Ne. So. Runestone Set. Und hier haben wir das Sign. Und dafür brauchen wir, was haben wir nicht? Woodplanks. Na, lass uns doch mal ein paar Woodplanks machen. Woodplanks. Warum habe ich keine Woodplanks? Ich will Woodplanks machen. Woodplanks ist ein bisschen unübersichtlich hier. Warte mal. Wood. Planks. Ach, hier. Grasland. Ach so, die müssen wir schneiden im Cutter. Machen wir doch glatt. Machen wir doch glatt. Machen wir uns doch glatt ein paar Wood. Dings, hier, guck mal hier. Zack. Oh, müssen wir da was? Was haben wir hier geschnitten? Kohlenstaub haben wir hergestellt. Ich weiß nicht mehr wofür. Drug Items hier, okay. Okay. So, jetzt schneidet ihr uns ein paar. Vielleicht sollten wir nicht ganz so viele. Oh. Wo haben wir den jetzt hingeswitcht? Ich will ja nicht alle. So. Gut, um neues Blade brauche ich auch. Ja. Schneid mal weiter und jetzt können wir uns hier herstellen, denke ich mal. Gib die mal her. Was denn jetzt? Wir haben noch Woodplanks. Ah ne, die muss ich noch ins Inventar reinnehmen. Hahaha, oder habe ich die nicht schon? Ne, die sind ja noch im Ofen. So. So, dann köften wir jetzt. Ein Zahn brauche ich. Ding. Los, mach mir ein Zahn. Ach hier. Jung. So, und dann gucken wir gleich mal. Inwiefern wir das Ding jetzt hier mal aktivieren, bauen können. Und ob wir das dann auch beschriften können. Warte mal. Könnten wir hier mal. Hier. Ach, Mist. Das war jetzt bescheuert. Ist egal, was machen wir da rein? Sand. Schmutz. Granit. Los, komm, lass uns da einen Granit reinbauen. Haha. Und jetzt ein Schild. Zack. Okay, kann ich das nicht beschriften? Warum kann ich das nicht beschriften? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie man das beschriften tut. So, dann mal noch mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was noch in die Truhe reinpacken können. Die ist ja schon ganz schön voll. Keine Ahnung hier. Alles voll. Das ganze Inventar ist voll. Glasscheiben. Mann, was wir da ist dran. Graslandzeugs. Oh. Social Settings. Allow other players onto my island. Allow other players onto my island. Dürfen andere Players. Ja, okay. Oder? Oder habe ich jetzt eine falsche Taste gedrückt? Oder ist das neu? Oder was ist hier überhaupt los? Ist hier überhaupt was Neues passiert? Coming soon. Ah, okay. So. Trade a crafted item with a djinn. Hatten wir eigentlich schon ein Bett? Können wir eigentlich ein Bett craften? Ich glaube, wir haben bis jetzt noch gar kein Bett, wa? Was haben wir hier? Nichts? Nichts? Warum geht jetzt hier gerade gar nichts? Weil ich nicht in der Nähe von einem Schrein bin. Bum, 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 bum. Guck mal, hier haben wir doch zwei Schreine. Wenn wir uns jetzt hier so reinstellen. Mich mal, ist immer noch nichts. Was ist denn los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Gibt ja gar nichts. Warum kann ich hier gar nichts craften? Warum kann ich hier nichts craften? Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich jetzt überhaupt ein Crafting, ein gecraftetes Dingsbums? Das Schild habe ich dabei, das könnte ich tauschen. Nee, das hatte ich ja da an die Wand dran gemacht. Hallo, dann lass uns mal. Oh. Ja, lass uns mal zu den Genies gehen und einen Handel machen, damit wir hier diese Quest erfüllen können.
Und die Glühwürmchen glühen und leuchten vor sich hin. Und die Wolken sehen so schön aus. Juhu. Warum konnte ich eigentlich eben nichts craften? Frage ich mich. Warum kann ich hier eigentlich nicht hochklettern? Na, klettern, schweben, wa? Schweben ist eher angesagt. Juhu, wir kommen! Ach, stimmt, ich wollte ja gucken, ob ich ein Bett bauen kann, aber kann ich mich nicht erinnern. Bett da mal gesehen zu haben. So, jetzt kommen gleich die Genies und dann werden wir, wie wir es ja schon in einer der vergangenen Folgen gelernt hatten, werden wir dann mal schnell einen Handel machen, unsere Quest zu erfüllen. Genie! Genie! Hallo! Genie! Genie? Genie! Hallo! Genie! 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 Mann. Genie. Ich will hier rüber. Genie. Und nö, jetzt sag nicht, dass die nachts schlafen, die Genie. Frag dich nur, wo. Wo schlaft ihr denn? Huhu. Juhu. Genie. Genies. 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 Oh Gott. Genies. 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 So. Genies. Tja, nachts schlafen die scheinbar. So, können wir uns nämlich schon irgendwas craften. Irgendwas habe ich hier, irgendwas. Ah, guck mal, ich hab, kann gar nichts machen. 177 habe ich schon. Ach so, wegen den Woodplanks hier oben. Das muss man rausnehmen. Kann man denn ein Bett schon machen? Das würde mich mal interessieren. Bett. Eine Tür, eine schöne. Man kann schon einige Sachen machen. Aal. Mach mal Aal. Aber ein Bett nicht, wa? 177 sind das hier schon. Ein Briefkasten. Regal. Also ich kann jetzt irgendwie so... Hier ist ein Bett. Guck mal hier, ein Highborn-Bett. Fraglich, ob man das benutzen kann, wa? Brauchen wir noch Marble Bricks. Müssen wir einen Cutter herstellen. Okay, gucken wir da mal, wenn wir zurück sind. Andererseits macht das ja irgendwie... Ohohoho, macht das ja irgendwie gar keinen Sinn hier. Ups. Juhu, nein. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Lahoho. Nein, nicht über die Ecke hier. Oder wir gehen nochmal zurück und craften im Bett. Welche waren das nochmal? Welche Taste, mit wo wir zurückzoomen können? Warte mal. Mist, habe ich vergessen. Wie war denn das? Warte mal. String R, String E, String F, F, String D. Mist, habe ich vergessen. Letztes Mal wusste ich so ganz spontan die Taste, wie ich mich zurück teleportieren kann. Juhu. Oh, wartet mal einen kleinen Moment. Ich komme gleich wieder. Ich glaube, mir kocht da der Espresso-Kocher über. Ich komme gleich wieder. 10 Sekunden. 10. 9. 8. So, da bin ich wieder. Mann, da muss ich ja richtig rennen jetzt. So. Okay, nachts sind hier scheinbar keine Genies und ich weiß jetzt gar nicht, wie kann ich denn zurückspawnen? Wie kann ich denn, wie war denn das? Wie war denn das mit dem Zurück teleportieren zum Schrein? Völlig vergessen. Hier nur so eine... Sag mal, wie kann ich mich denn hier auf so einer winzig kleinen Winzmap verlaufen? Könnt ihr mir das mal erklären? Da sind sie ja. Ich dachte, ihr schlaft nachts. Guck mal, als ich euch mitgebracht habe, was gecraftet ist.
Kommst du? Ja. Ist für dich. Okay, er nimmt es und er gibt mir dafür. Dann steck's doch ein, Genie. Dankeschön. Eine Rolle. Eine Highborn-Rolle. Oh, eine, die schon. Habe ich die schon mal erforscht? Ja. Ja, scheinbar kenne ich die schon. So, jetzt will ich aber. Ja, schön. Complete. Ich will jetzt ein Bett craften, ganz schnell, um zu sehen, ob ich da nachts schlafen kann. Aber wahrscheinlich ist das Bett auch nur wieder so ein Zierrat und hat gar keinen praktischen Sinn. Also sie sollen wirklich nur mal ein bisschen feilen hier in dem Spiel, dass man noch ein bisschen mehr machen kann. So, oh, wie komme ich hier rüber? Hier gibt es noch einen Geheimweg. Schnell, geh hier hoch. Guck mal, das ist ein Genie. Aha. Mist, wie komme ich denn jetzt hier raus? Mache ich mir hier eine Treppe rein? So. Da bin ich schon. Was, ihr habt ja gar keine Angst mehr vor mir, oder? Oder doch? So. Haben wir hier so einen Geheimweg hinten rum gefunden? Da geht's aber. Ach, hier war ich schon mal, okay. Oh, der Mond. Hallo, scharf. Interact. Die. Gut, da laufen wir mal zu Fuß, weil wir vergessen haben, wie wir uns teleportieren. Ist auch nicht so schlimm. Man muss sich ja auch nicht jeden Meter teleportieren. Sonst macht es ja gar keinen Spaß. Die Map ist schon klein genug, um jetzt mal wieder sich zu beklagen. Ba, 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 ba. Vielleicht sollten wir auch eine neue Welt anfangen, wenn wir fertig sind mit den Quests, die ja im Prinzip das Tutorial sind. Juhu, da sind wir wieder. Wir haben wieder ein Quest erfüllt. Ting. Trade a crafted item with a djinn. Complete. Abaddon? Ah, Abaddon? Was heißt denn Abaddon? Keine Ahnung. Abaddon. Ey! Wir haben das komplett und warum akzeptierst du das nicht? Trade a crafted item. Warum willst du den nicht completen, Alter? War das jetzt der letzte? Establish a rapport with the djinn by trading a crafted item is one of them. You can choose in a nearby. Okay, das habe ich ja gemacht. Es ist complete. Es ist complete. Abaddon? Accept. Es ist doch complete. Verstehe ich nicht. So, da passiert gar nichts. Ach so, unser Inventar ist voll. Kann das sein, dass unser Inventar voll ist? Das ist das Problem. Aha. Inventar voll. Gut, dann pack mal hier in die Kiste. Keramik. Wir sollten vielleicht so ein bisschen, dass wir uns vielleicht mal hier eine Pflanzenkiste machen. Da haben wir schon ein bisschen mehr Platz. So und so und so. Ach, hier, guck mal, Waldgras, Clover, was auch immer das ist. Sieht mal ein bisschen wie Gras aus. Haben wir hier auch noch Pflanzen drin? Da haben wir hier mal den, dann haben wir den, das bisschen Baumaterial drin und dann haben wir den, da waren glaube ich auch Pflanzen drin. Ne? Dann müssen wir die alle nochmal rausnehmen oder was? Oh Gott, sortiere ich später mal. Jedenfalls habe ich ja jetzt wieder Platz im Inventar. Das heißt, ich kann jetzt das Ding hier annehmen. Dankeschön. Trade a common crafted item with the djinn. Oh, trade a fine crafted item with the djinn. Oh, trade a superb crafted item with the djinn. Oh, das ist aber ein umfangreicher Quest. Wollen wir erstmal gucken, ob diese Rolle hier was Neues für uns hat. Nein, die können wir doch gleich wegpacken hier. Runestone. Runestone Banner. Okay, ein Runestone Banner.
Sehr schön. So, jetzt wollte ich aber ein Bett. Jetzt wollte ich ein Bett bauen. So, da brauche ich Marble Bricks. Den Rest haben wir. Okay, gib mir mal Marble Bricks. Marble. Wie können wir die herstellen? Im Cutter. Marble Bricks. So. Marble Bricks. Wow, der Cutter ist ja voll gespammt hier mit Zeug, ey. So. Und so. 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 Menno. Welcher ist denn das? Egal jetzt. So, jetzt machen wir mal ein paar Marble Bricks. Dass wir ein Bett bauen. Oh, die Sonne, die knallt, aber war das gar nicht die Sonne? Was ist denn das hier? Sieht doch aus wie eine Sonne. Ist das nur das Blend vom Mond? Das Blendwerk des Mondes? Oder was? Marble Bricks. Gibt es hier noch mehr Marble? Ist das hier Marble Brick? Ja. Ja, los, dann gib mir mal noch ein paar Marble Bricks hier. So. Das ist wohl eher Gras hier, oder? So. Marble Bricks, Marble Bricks. Alle wollen Marble Bricks. Juhu, und zurück. Zurück, jawoll. So, ein bisschen Stimmung machen hier, wa? So, Marble Bricks mäßig. Jetzt haben wir mal gucken. Wie sieht's aus? Marble Bricks haben wir jetzt 4 Stück. Ist natürlich total schwach. Hier haben wir nochmal Marble. So, brennen wir noch mehr. Machen wir noch mehr. So, und jetzt können wir uns ja ein Bett bauen, oder? Craft. Ja. Und dann können wir gleich mal probieren, ob wir auf diesem Bett auch schlafen können. Würde mich mal interessieren. Aber es passt jetzt hier in dem Sinne nicht mehr in unsere Hütte rein, oder? Ach, guck mal hier. Da können wir es auch rotaten, wa? Rotate. Ja, okay. Ach, guck mal da hinten. Nö, oder? Hier, guck mal. Nee. Wird so unsicher, obwohl er da eine Tür ist. Hier gleich links? Na komm, dann machen wir es hier hin. So, und können wir es jetzt benutzen? Nee. Nee. Also spontan würde ich sagen, wir können es nicht benutzen. Ist ja auch nicht nötig, noch nicht. Was haben wir denn? Wir sollen Common Crafted Item with the Djinn. Fine Crafted Item with the Djinn. Trade a superb Crafted Item with a Djinn. With the Djinn. Nicht with a Djinn, sondern with the Djinn. With the Djinn. Ah, guck mal, wir haben ja hier 44 Grasdinger. Können wir doch hier das Loch ein bisschen zumachen. So. Und hier noch so schön, dass es ein bisschen besser aussieht. Hier noch 2 rein. Hier lassen wir mal offen. Hallo Schafe. Frag mich, was wir mit der ganzen Wolle sollen. Oh, da sind Schafe unten reingefallen in die Höhle. Schade drum. Schade um das Schaf. Schade Schaf. Schaf. Nicht scharf, sondern Schaf. So. Ja, und diese Folge neigt sich im Ende zu. Jetzt haben wir erstmal 2 Wochen Urlaub. Da wird von Windborn nichts kommen, sondern ein neues Spiel, was ich vorstellen werde. Oh, guck mal, was machen die denn dann? Hexentanzplatz? Ein neues Spiel, was ich vorstelle. Manch einer, viele werden es schon kennen. Boah, so viele Schafe hier. Was gibt es denn hier für einen gesellschaftlichen Höhepunkt, dass ihr hier alle rumhängt? Ja, ja. Ja. Oh, da sind ja noch mehr. Sag mal, gefällt es euch hier an meiner tollen Säule? Schafis? Woolies, 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 Woolies. Wegen der Wolle, war Woolies. So. Ach ja, tut mir ja nur leid, jetzt hier mich von Windborn erstmal zu verabschieden, kurzfristig. Aber... Oh nö, ey, was soll ich denn mit der ganzen Wolle, Leute, ey? Da kannst du ja eine ganze Wollfabrik mit betreiben.
hier relativ einsam auf einer ziemlich kleinen Map. Aber nicht, dass wir noch ein Runestone-Haus bauen sollen, wahrscheinlich mal. Aber später werden wir das ja alles kombinieren dann und in einem Bauwerk reinbauwerken. So, das reicht jetzt aber. Komm, hier den Marble da nehmen wir noch mit. Juhu, so. Und dann positionieren wir uns mal hier vor unserem schicken Häusle. Und das war's dann erstmal, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mir hier immer so die Treue haltet. Vielen Dank für alles. Und ich hoffe, euch weiter unterhalten zu können mit meinen unterhaltsamen Unterhaltungs-Let's Plays. Tschüss.